Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Im letzten Part hat sich uns Woll dank China und Corinne angeschlossen. Und wir können nun endlich die Wii-Hearts dank Volt benutzen und wollen doch auch Colette retten. Ich würde sagen, da wir jetzt erstmal keine härteren Kämpfe haben, können wir Zelos vorerst wieder rausschmeißen. Rain soll uns mal eben heilen. Techniken von Rain, First Aid auf Lloyd, auf China und auf Prisea. Zack. Gut, damit könnten wir erstmal weiterlaufen. Aber ich würde sagen, wir laufen eine Runde mal wieder mit Prisea durch die Gegend. Hey, du blöder Vogel. Geh da weg. Ciao. Okay, das habe ich verdient. Nun ja. Du hast es geschafft, den Pakt mit Volt zu schließen. Glückwunsch, China. Roshi, ich danke dir. Nun zur Position der Rehards. Werft einen Blick auf diese Karte. Das Signal von Chinas Navi-Pilot kam aus dem Meer, südöstlich von hier. Dort befindet sich eine fjordartige, von Eis bedeckte Gegend. Fjordartige? Okay. Das muss der Eingang zum Stützpunkt der Abtrünnigen sein. Wenn er sich unter Wasser befindet, heißt das, dass wir im Meer tauchen müssen? Falsche Stimme, Entschuldigung. Keine Sorge, ich gehe vor und treffe die notwendigen Vorbereitungen. Ihr stoßt später dazu. Okay, wir müssen los. Ja, auch um Colette zu retten. Ja, ich hoffe, Colette geht es gut. Ja. Ich hätte jetzt eigentlich mit einer einfachen Lokalisation der Rehards gerechnet, aber das könnte sich dann doch noch als längeres Stückchen Arbeit herausstellen, als ich anfangs dachte. Danke, Corinne. Bist du in Ordnung? Ja. Danke, wir verdanken alles dir und Corinne. Ich muss mich bei Corinne entschuldigen. Warum? Weil ich ihm gesagt habe, er sei nicht stark genug, dabei war mein Mut nicht stark genug. Es war schrecklich von mir, so etwas zu ihm zu sagen. Bete zu Corinnes Glocke. Zu seiner Glocke? Colette sagt immer, beten ist wie mit der Göttin in dir selbst zu sprechen. Wenn du zu der Glocke betest, erreichst du damit vielleicht Corinne. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich werde es versuchen. Ich werde zu Corinne beten. Ich danke dir. Es tut mir so leid. Corinne ist männlich. Das ist, glaube ich, auch neu für mich. Das wusste ich bisher nicht. Zack, aber ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zu der Eisgegend. China braucht wahrscheinlich noch eine Weile, um sich wieder mental aufzubauen oder emotional. Aber das wird schon. Vor allem... Ich kann nicht spoilern, aber lasst euch mal überraschen. Es wird noch ein Happy End für China in diesem Sinne jetzt geben. Wenn ich es hinkriege. So, aber erstmal müssen wir uns jetzt hier durcharbeiten. Hä? Wo bin ich denn? Ich bin voll auf der falschen Seite. Nun gut, dann müssen wir einmal noch außen rumfahren. Zack! Und eigentlich hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass wir jetzt in dieser Tundra landen. Oh, komm, jetzt fahr doch mal, du Schiff. Zack! Zack! So. Oh! Schön, seht ihr das da? Das fliegende Gebilde. Wir kommen nicht dran. Aber sieht sehr schön aus und dieser Ort gefällt mir auch sehr. Wenn ich das kurz anmerken darf. Und irgendwann werden wir vielleicht in der Lage sein, dort oben hinzugelangen. Aber erstmal müssen wir nun hier irgendwo hingelangen. Und ich sehe doch verdammt nochmal nicht, wo der Punkt jetzt auf der Karte ist. Ach, auf der anderen Seite. Toll.
Ich habe mich in die Irre führen lassen. Entschuldigung. Aber wir haben einen kleinen Funken Hoffnung. Verfluchter Rodile, was hat er mit Colette vor? Wenn Kratos die Wahrheit gesagt hat, wurde Colette nicht nach Darris Kalan gebracht. Es gibt noch Hoffnung. Ja, Ja, wenn Colette zu Martell wird, können wir nichts mehr tun. Aber im Moment müssen wir sie nur aus den Händen von Rodile befreien. Warum muss das alles mit Colette passieren? Zur Hölle mit dem ganzen Auserwählten Mist. Vielleicht hätte ich mal vorher auf seine Emotionen gucken sollen. Entschuldigung. Ja, ich bin gerade ein klein wenig neben der Spur vielleicht. Muss mich erstmal wiederfinden. Mit den ganzen Stimmen hier wieder zurechtkommen. Und ja, so, noch ein bisschen rum um den ganzen Klotz hier. Und dann hätten wir es auch bald mal geschafft. Hat ja auch fast nur einen halben Part gedauert, hier anzukommen. Schön. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist das sogar so eine ganze Menge, die wir hier machen dürfen. Ah, aber hier ist schon mal der Steg. Vorteilhaft. Und wenn der jetzt nicht hier ist, ja, Orochi, dann... Oh, jetzt steigt doch hier. Einfach... So, zurück vor, danke. Aussteigen. So, sei hier. Stützpunkt Tetiala. Ah, hier lang. Hey, ist das nicht ein Abtrünniger? Da, hinter dir. Keine Panik, der gehört zu uns. Unsere Leute haben die Abtrünnigen unterwandert. Das ist der einfachste Weg, um die niedergehende Welt von Silverrand auszukundschaften. Wow, ihr beobachtet also sogar Silverrand? Respekt. Ich habe gerade Wachdienst. Bitte nimmt jetzt diesen Eingang. Na dann, nichts wie rein und auf die Rehards. Haben wir es nicht etwas eilig, Leute? Doch, los geht's. Ja, denn wir haben es eilig. Hey, Zelos ist verschwunden. Stimmt. Wo steckt er denn bloß? Oh. Hey, entschuldigt, dass ihr warten musstet. Meine Zuckerpüppchen. Habt ihr mich vermisst? Wo warst du denn? Wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht. Ich habe mich nur kurz in der Gegend umgesehen. Wir wollen doch in keine Falle tappen. Okay, starten wir das Abenteuer des großen Zelos und seiner süßen Zuckerpüppchen. Ich werde euch den Infiltrationsvorgang erläutern. Bitte hier entlang. Die gehen einfach gar nicht auf Zelos Kommentar ein. Sehr schön. Die Zeit ist knapp, ich mache es kurz. Der Rehard-Hangar ist im innersten Teil der Anlage. Es gibt nur einen Zugang zum Hangar. Klingt wie ein Kinderspiel. Ich bin noch nicht fertig. Selbst wenn ihr bis zum Hangar kommt, wird das Tor geschlossen sein. Es ist also verriegelt. Ja. Um das Schloss zu öffnen, müsst ihr einen Code eingeben. Okay, dann gib uns den Code. Bedauere, wir haben unser Möglichstes getan, aber wir konnten den Code nicht in Erfahrung bringen. Aber wir haben herausgefunden, dass es 3 Codes gibt und dass jeder Code im Besitz eines anderen Abtrünnigen ist. Wir müssen diese 3 also erwischen und dazu bringen, uns die Codes zu verraten. Ja, ich werde zur Unterstützung hierbleiben. Wenn ihr etwas braucht, sagt mir Bescheid. Noch etwas. Selbst wenn ihr euch die Rehards aneignen könnt, kommt ihr damit in ihrer derzeitigen Kondition wahrscheinlich nicht nach Silverrand. Warum? Das Dimensionstransfersystem der Rehards funktioniert durch Energiebereitstellung in abtrünnigen Stützpunkten in beiden Welten. Mit Volt ist das Fliegen unproblematisch, aber ohne den Energieschub aus dem Stützpunkt. Also, konnten wir nur von Silverrand nach Tetiala fliegen, weil... Die Rehards müssen schon aufgeladen gewesen sein. Wir hatten Glück. Wir haben keine Wahl. Im Moment brauchen wir eine Möglichkeit zu fliegen. Stimmt, beeilen wir uns. Ja, Colette ist ja auch, soweit ich weiß, nicht in Silverrand, sondern in Tetiala. Deswegen brauchen wir diese Funktion sowieso nicht, denn unser primäres Ziel ist es natürlich, Colette zu retten. Hier konnten wir mal kurz einkaufen, hier könnten wir sitzen, Pause machen
Und hier können wir die Funktion des Mana-Rings ändern. Was haben wir denn dieses Mal? Oh, die olle Blitzkugel wieder. Oh, wir können aber jetzt... Nee, das konnten wir, glaube ich, schon immer zwei auf einmal. Wir haben einen Mini-Volt. Yay! Wir haben eine viel größere Blitzkugel. Wofür brauchen wir den Mana-Ring dazu noch? Hier könnten wir einmal speichern, wie gesagt. Aber einmal einkaufen. Kauf. Wir wollen uns natürlich wieder, wir haben eine Menge Geld, mit neuen Sachen aufstocken. Denn wir haben bei Wolfskampf doch etwas mehr verbraucht, als ich anfangs geplant habe. So, Wasser des Lebens wieder mal eine ganze Stange. Und dann sind wir gleich wieder so arm. Warum nur? Oh. Irgendwie habe ich in dem Let's Play richtig Geldsorgen, muss ich feststellen. Dabei verkaufe ich doch schon mal öfters Sachen, oder nicht? Ja, Wasser des Lebens. Ja, komm, wir kommen mit 8 aus, mit 14 dann, die wir haben. Orangengel, Zitrusgel, Apfelgel. Haben wir alles noch im Überfluss. Gut, ist okay. Das sollte vorerst reichen. Unser Team sieht auch noch relativ frisch aus. Zack, würde ich sagen. Gehen wir einmal nach unten und... Oh oh! Ein grüner Abtrünniger, wie wir wissen. Kein Design. Fußsoldat und Höllenkrieger. Die wollen wir doch direkt einmal scannen. Zack, Prisaya kann sich dieser Aufgabe gerne widmen. Oh, entschuldige. Scannen erstmal den Fußsoldat, denn davon ist nur einer da und ist wahrscheinlich auch der Schwächste und somit total schnell Geschichte. Ey, der lebt ja noch. Verdammt. Aber mir fällt gerade ein, vielleicht, wenn die genug Erfahrungspunkte bringen, könnte ich hier auch mal locker eine Trainingssession einlegen. Das wäre cool. Also so 600 Erfahrungspunkte wäre eigentlich schon wünschenswert meinerseits. Ansonsten weiß ich nicht, ob sich das so großartig lohnt. Was? Nur 300 wird... Nee, da trainiere ich nicht. Da bin ich mir zu schade für, ganz ehrlich. Das dauert ja Jahre. Dann... Ja, rackern wir uns lieber noch einen bei schwierigen Kämpfen ab. Aber, nee, ganz ehrlich, das... Da gibt's bessere Möglichkeiten zu trainieren dann. Dann warte ich, wie gesagt, lieber noch ein bisschen ab. Und wir haben es halt ein bisschen schwerer. Ist ja auch lustig, wenn wir so an einem Kampf fast 30 Mal abnippeln. So, zack. Wir wollen aber Colette immer noch wieder. Und, oh, wir müssen 3 Codes finden. Okay, das sollte nicht allzu schwierig werden. Es sind ja immer nur 3. Zack. So, den letzten hier noch. Einmal fertig gemacht. Dankeschön. 400. Oh, fast 5. Schwierig. Oh, wer hat denn den Code? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rechts. Zack. Ist es immer eine gute Idee. Oh. Kann man das berühren? Ich glaube nicht. Das sollten wir schleunigst lassen. Wir gehen erstmal nach oben gucken. Ah, die Tür ist offen. Wunderbar. Hier haben wir eine Kiste. Die wollen wir natürlich direkt mitnehmen. Zack, ein Silberreif. Und dann würde ich aber sagen, gehen wir nochmal zurück, denn hier ist wieder ein längerer Weg. Und dann können wir mal, ja, hier ausprobieren, was denn hier passieren mag. Zack. So, einmal nach da und einmal nach hier. Zack. Und dann können wir auch mal nach rechts gucken gehen. Ah, hier haben wir eine... Ah, ein Einzelner. In einem Raum. Ganz allein. Den holen wir uns. Ein Kommandeur ist dabei. Beschützt von 2 Fußsoldaten. Na, wenn der nicht den Code hat, dann weiß ich... Oh, aber auch nicht. Aua, warum ist der so stark? Warum kann der Thunderblade? Dieser ekelhafte. Zack. Spread. Ja. Oh, der kann... Der ist echt stark, der Typ. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass so ein blöder Kommandeur uns einfach mal so eben ausgenockt hat. Schön. Das zeigt mir doch nochmal, dass wir unseren anfangs sehr hohen Level innerhalb, ja, der letzten paar Tempel oder Ortschaften, in der wir waren, ziemlich in die Tiefe gegangen ist. Denn anfangs waren wir überlegen gegenüber jedem Gegner und jetzt sind wir am Schwächen. Code, die Macht des... Gut, das sollte ich mir bei Gegebenheit mal aufschreiben. Die Macht des... Denn es ist, ich meine in Erinnerung zu haben, dass es in jedem Spiel ein anderer Code war. Zack, so. Einmal hier den Stein hingeschoben. Und dann können wir auch nach oben. Aber ich würde sagen, wir gehen erst im nächsten Part nach oben, denn ich beende jetzt hier vorerst den Part. Und im nächsten Part schauen wir uns dann halt weiter bei den Abtrünnigen hier in Tetiala um. Um die Rehals halt zu finden und die 2 anderen Code-Schnipsel, die uns noch fehlen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!